Denn mit Videos und Musik kann man Menschen zusammenbringen. Das war auch das Thema der Charity im Wiener Konzerthaus. Dort stand alles im Zeichen der Musik. Unter dem Motto »Gemeinsam helfen« wurde für die Wiener Lerntafel gesammelt. Eine Organisation, die sich für Kinder aus sozial benachteiligten Familien einsetzt und gratis Lernhilfe bietet. Also die Wiener Lerntafel, finde ich einmal, das muss ich jetzt loswerden, eine ganz tolle Geschichte. Von Anfang an dabei und unterstützt das. Und ich glaube, es ist sehr kurzsichtig zu denken, wenn man Kindern das nicht ermöglicht, dass es irgendwann werden sie es lernen. Nein, das stimmt nicht. Gerade dieses Alter von der Lerntafel ist so wichtig. Wir helfen jetzt in diesem Jahr ungefähr 1500 Kindern pro Jahr durch das Schuljahr zu kommen. Aber es braucht noch viel mehr. Es gibt ca. 15.000 Kinder in Wien, die diese Hilfe benötigen. Es muss also noch viel getan werden. Und um diese Ziele der Wiener Lerntafel zu erreichen, sind Charity-Konzerte wie dieses ein erster Schritt. Je mehr wir Werbung machen, je mehr die Leute darüber reden, je mehr sich das herumspricht, auch in Schulen herumspricht, umso mehr Kinder kommen und umso mehr Kindern kann einfach geholfen werden. Ja. Daher ist so eine Veranstaltung wie heute extrem wichtig. Das ist das Fundament. Wir erreichen die Kinder, indem sie beim Lernen die Freude erleben, indem sie freiwillig lernen. Und die Eltern sind begeistert. Ich habe dort als Freiwilliger mitgeholfen und mir hat es sehr, sehr gut gefallen, mit den Kindern zu arbeiten und ich habe es dort genossen. Der Stargast des Abends war sie, Christina Schneidermann, genannt Christy. Nachdem sie in Amerika als Schauspielerin erste Erfolge feiern konnte, will sie nun auch mit ihrer Musikkarriere durchstarten. Ein Ziel, das sie schon von klein auf verfolgt, wie uns das Sprachgenie, sie spricht insgesamt 5 Sprachen, auf Deutsch erzählt. Ich war immer auf der Bühne. Ich sang, ich machte viele Musicals und tanzte sehr viel seit Kindheit. Es scheint, als würden Christys Träume in Erfüllung gehen. So hat sie gerade dieses Musikvideo veröffentlicht. Doch bei all dem Erfolg liegt ihr eine Sache ganz besonders am Herzen. Wenn es um Kinder geht, kann ich gar nicht genug helfen. Ich habe eine gute Bildung, aber manche haben nicht die Möglichkeit dazu. Deswegen bin ich dankbar, dass ich der Lerntafel helfen kann. Ein Thema, das auch der Band Quattro sehr wichtig ist. Sie sind für dieses Charity-Konzert extra aus Russland gekommen. There's a lot of children who has talent. Es gibt viele Kinder, die Talente haben, denen aber die Möglichkeiten fehlen, diese zu entfalten. Uns ist es wichtig, Kindern eine Chance zu geben und es hat uns sehr gefreut, für dieses Konzert hierher zu kommen. Ganz nach dem Motto des Abends, gemeinsam helfen, kann Musik die Menschen wirklich zusammenbringen.